Und damit Gummo und herzlich willkommen zum letzten Spieltag der Yama Handicap Liga, kurz YHL. Und wir spielen heute gegen den lieben, allerliebsten Lukas, mit dem ich, Fun Fact, in der nächsten Liga, die nächste Offseason auch Teampartner sind. Das wird sehr, sehr cool. Aber heute sind wir noch Rivalen. Und es geht um Platz 1 tatsächlich. Wir sind jetzt Platz 1 gegen Platz 2. Das heißt, die Handicaps sind von Lukas, oder das Handicap von Lukas sind keine Status Moves. Mein Handicap sind keine Items. Man freut sich sehr darüber, hatte ich ja nicht oft genug. Und ja, wir spielen heute gegen den allerliebsten Lukas. Ich stelle euch einmal das Team vom lieben Lukas vor. Er hat im S-Tier Katapultran, Maskagato, im A Eisenhand und Lumiflora, im B hat er Empoleon, Brüllschweif und Cupidos, Tiergeist, im C Mega Camerupt und Fiyaro, im D Volbeat und Mamfaxo. Ich habe mein Team tatsächlich gerade eben gebaut, also vor so 20 Minuten angefangen, jetzt gerade fertig geworden, dann so gesagt so, ey, lass mal jetzt kämpfen, ich muss in einer Dreiviertelstunde zur Arbeit, das kriege ich hin. Und ja, ich muss mein Team noch importieren. Apropos mein Team, das stelle ich euch jetzt nämlich einmal vor. So. Ich habe heute dabei, Basculin Undertow mit Four Water Attacks Adamant, Rotom Heat mit Levitate, HP Water, Overheat, Volt Switch, Defog, komplett, ja, relativ offensiv. Liesel Hansel, unser Tinkerton mit Playrough, Gigaton, Stealth Rocks und Knock, komplett SpDef. Haben wir Hooper mit Trick Room, Drain Punch, Shadow Ball und Trick Room. So ein bisschen, ja, Mixed Offensiv mit Two Attacks, das reicht komplett gegen sein Team. Dann haben wir Roaring Moon mit D-Dance, Acro, EQ und Iron Head, ja, komplett physisch offensiv. Und Glalie ist tatsächlich ohne Mega-Entwicklung dabei, weil Ice Moves sehen ziemlich gut aus gegen Lukas mit Ice Shard, Ice Spinner, EQ und Toxic. Und mehr braucht er auch nicht. So, ich würde sagen, wir quatschen nicht lange um den heißen Brei und ich akzeptiere einfach direkt. Zack. Upa has multiple copies of Trick Room. Oh, da zweimal Trick Room? Oh, tatsächlich. Das eine sollte ein Substitute sein. So. Dann sollte es jetzt passen. Ich gucke nochmal, ich habe keine Items. Bam, 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 bam. Das passt. Und rein da. Er hat dabei Iron Hands, Dragapult, Kamel, Meowscarada, Screamtail und Empoleon. Das heißt, nicht dabei sind Lumiflora. Angenehm. Have fun. Ich wünsche U2. Okay, Lumiflora ist nicht dabei. Das heißt, er kriegt die Rocks auch nicht mehr weg. Empoleon ist dabei. Brüllschweif ist dabei. Kein Cupidos, das hat er schon gesagt, dass er hier nicht mitnimmt. Fiyaro ist nicht dabei, was sehr angenehm ist. Kein Flame Buddy. Volbeat und Mamfaxo sind auch nicht dabei. So. Ja. Dementsprechend, Lukas ist geleftet. Okay, cool. War schön mit dir, Lukas. Danke für den Win. 6-0 nehme ich mit. Nein. Ich muss 3-0 gewinnen, um Erster zu werden. Wenn ich 2-0, 1-0 gewinne oder verliere, dann habe ich nicht gewonnen. Und das wird das jetzt alles so ein bisschen entscheiden. Ich tendiere dazu, mit Tinkerton zu leaden. Also, ich muss um 11 das Haus verlassen. Gut. Ich lead mit Liesel Hansel. Macht man nicht viel falsch mit. Ich könnte auch mit Rotom leaden. Das wäre auch eine Variante, die ich auf jeden Fall machen könnte. Ich denke, ich lead mit Rotom. Ich glaube, mit Rotom habe ich weniger Gefahr. So. Rotom. Rotom ist schneller als Iron Hands, Empoleon, Kamel. Von Dragapult und Meowscarada lebe ich einen Hit, obviously. Bei beiden würde ich bei Meowscarada würde ich drin bleiben, bei Dragapult würde ich rausgehen. Tinkerton, probably. Da ist Meowscarada. Und da wollen wir drin bleiben. So. An sich verliere ich nicht allzu viel mit einem Volt Switch. Weil selbst wenn Kamel reinkommt, kriegt er danach eine HP Water ins Gesicht. Mal nachgucken. Camerupt, Mega. Mit, na, ist das falsche? K
Camera bitte ein richtiges. Das sieht besser aus. Und dann mit Ancient Power. Wie viel macht die? Quasi gar nichts. Hä? Dass die nur 19% macht. Ach, Level 50. Das erklärt's. Oh. Die one-hittet mich zwar nicht, aber macht trotzdem eine Menge Schaden. Ich denke, ich kann einmal auf den B-Switch gehen. Da kommt eine U-Turn. Wie viel macht die? Durch den Crit ein bisschen viel. Durch den Crit leider ein bisschen viel. Das wollte ich jetzt nicht. Aber dann können wir ja schon mal nachgucken, was das Meowscarada so kann. Meowscarada. Da kommt Dragapult. Okay, alles fein. Alles fein. So. Was sind das für alles für komische Sets? Meowscarada Choice Band, sagen wir mal. Die U-Turn hat wie viel gemacht? 31. U-Turn Crit. Der ist nicht Choice Band. Ja, der ist einfach Jolly, Full Speed, Full Attack, Gedöns. So, das heißt für mich jetzt aber, ich habe Chip auf Dragapult. Dragapult, Choice Bags. Wurzwitch hat 24 gemacht, der wird ein bisschen HP-Investment haben, obviously. Weil kann er sich halt easy erlauben. Obwohl gar nicht so viel. Gar nicht, der ist wahrscheinlich, der wollte wahrscheinlich auf Adamant oder Modest gehen. Dementsprechend geht das sogar. Ja, Roaring Moon wird gewone-hitted. Tinkerton. Choicebacks Flamethrower macht schon ein bisschen. Glalie macht mit Ice Shard noch nicht genug. Der macht so 50. Und ja, dann gehe ich anscheinend in Tinkerton und rocke. Hallo, ich bin Tinkerton. Ich drück Staff Rocks, weil die kriegst du nicht mehr weg. Fire Blast kommt einfach. Okay, das ist nicht Choice Bags. Dragapult, das war ein Fire Blast. Fire Blast. Der hat 56 bis 66 mit Specs. Und der wird sehr wahrscheinlich Modest sein. Das heißt, der ist nicht Specs. Nee. Der ist Specs. Choice Bags. Oder? 56%. Ohne Specs. Macht er 48 Max. Ist der Expert? Lukas, spielst du wieder E-Belt? Du spielst wieder E-Belt. Du Sackgesicht. Ja, ich glaube, ich würde Tinkerton jetzt prinzipiell riskieren und einmal Knockoff drücken. Oh, easy. Nimm mal mit. Easy. Da ist der E-Belt weg. Und ohne E-Belt kann er mich immer noch killen. So ist nicht. Aber Pult ist low und das Pult low ist sau wichtig. So, und ich kann prinzipiell nochmal Knock drücken. Ich könnte auch rausswitchen in Rotom oder so. So. Rotom. Der Draco wird Rotom halt rausnehmen und ich kann Rotom noch nicht verlieren, solange das Kamel da noch steht. Ich muss Tinkerton eigentlich abwerfen. Das ist auch okay. Also wir gehen nochmal auf Knock. Da kommt der F-Blast. Den könnte man leben, aber tun wir nicht. Schade. Und ja, jetzt kann ich in Glalie gehen. Und Eishard drücken. Halt, der killt. Kann ich auch in Basculin gehen? Nein, kann ich nicht. Ich muss in Glalie gehen. So. Wir könnten Ice Shard drücken. Und das werden wir auch tun. Auf Safe. Auf Safe werden wir hier einen Ice Shard drücken. Führt ja mal gar keinen Weg dran vorbei. Wie viel würde Dragapult Glalie machen? Viel zu viel. Viel zu viel. Ich kann natürlich auch einmal EQ drücken, weil der Dragapult kommt halt noch einmal rein. Und dann Empoleon predictend.
Aber das kann auch sehr nach hinten losgehen. Das kann auch super nach hinten losgehen. Ach komm. Er wird rauswitschen. Er braucht den noch. Eigentlich braucht er Dragapult noch. So. Er kann so safe... Er bleibt einfach dran. Na gut. Dann drücken wir jetzt EQ. Machen ein bisschen Prozente. Und das war's basically mit Glalie. Alles okay. Ist alles noch in Ordnung. Braucht noch ein bisschen Chip auf ein paar Mons. Ich habe jetzt so safe gedacht, der geht raus in Empoleon. Und das war, by the way, die komplette Max-Roll. Das war wirklich das Maximum, was er machen kann. Ich war gerade überlegen, das zu schreiben, aber nee. Ah, ich hätte eigentlich... Okay, da ist Screamtail. Will ich Screamtail jetzt noch ein bisschen anchippen? Das wäre ein Ding, ne? Das wäre ja ein Ding. Glalie gegen Screamtail. Keine Ahnung, es gibt keine offensiven Sets. Nehmen wir das Full HP-Ding. Ja, Eishat wird halt nochmal so 12% machen. Ich weiß aber nicht, ob ich mir den Eishat nochmal aufbewahren will, aber ich sehe eigentlich keinen Grund dafür. Er muss attacken, das ist klar. Ja, wir drücken Eishat, denke ich. Einfach nochmal für den Chip, 15%. Kommt eine Psychofangs. So, aber durch den Eishard wissen wir ja auch ein bisschen was jetzt über das Screamtail. Das hat 15% gemacht. Das könnte non-invested sein. Und der ist physisch, der Sack. Basculin. Basculin, du reichst noch nicht. Hooper. Boah, kann der irgendwas, um Hooper zu hitten? New Team, Netdex Draft, Screamtail. Kann der irgendwas, um Hooper zu hitten? Bite. Scheiße. So dumm es klingt, Lukas könnte Bite spielen auf dem. Och nö. Och nö. So. Muss halt irgendwie den Trick Room rausbekommen. Die muss halt irgendwie den Trick Room rausbekommen. So, wenn ich jetzt sage, ich gehe in Moon. Moon macht 50 mit dem Iron Head. Ich kann auch jetzt in Basculin gehen. Und einmal Flip Turn. Ich gehe in Basculin. Und drücke, wie gesagt, einmal die Flip-Turn. Warum auch nicht? Einmal zum Anschippen. Ja, Flip-Turn macht 30 und danach ist der in Iron Head Range und das ist gut. Und das ist gut. Okay. Okay. Es ist noch alles drin. Okay. Der Thunderbolt. Das ist aber okay. Jetzt kommt die Flip Turn. Die haut ihn auf 43 runter. Die hat, wie viel macht? 30 genau. Das heißt, also ja, ein bisschen HP-Investment wird halt fahren. So, sagen wir mal so. Kann Roaring Moon. Ironhead sollte den immer killen können. Ja, dann gehen wir jetzt in Moon. Hallihallo, Hallöchen. Drücken Ironhead. Das war's mit Screamtail. So, wenn mir das Corrada jetzt reinkommt, dann ist der schneller als ich. Obviously.
Ja, dann kann ich wieder in Rotom gehen. Da kommen wir aus Karada, kriegt Rocks Damage, ist nett. So, wir gehen allerdings jetzt in Rotom. Wir müssen uns nachgucken. Roaring Moon gegen Miau, 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 Miau aus Karada. Choice Scarf. U-Turn würde mich nicht killen. Ich muss, glaube ich, trotzdem aber in Rotom gehen. Weil ich das jetzt nicht riskieren kann. Da kommt einfach die U-Turn. Genau, die wollte ich sehen. So, da kommt Camerupt. Und ich bin ehrlich, ich drücke einfach HP Water auf den. Wenn er mich killt, ist vollkommen in Ordnung. Wenn der mich killen will, ist das vollkommen in Ordnung. Ich drücke hier einmal eine HP Wasser. Und die Welt ist in Ordnung. Denke ich. Danach kann ich prinzipiell Hooper reinholen und mit Hooper ein bisschen Pressure aufbauen. So, da kommt eine HP Water, die macht erwarteten Schaden, da kommt die Ancient Power und die killt mich. Ist klar. Das war ja zu erwarten. Die Frage, die ich mir gerade stelle, Roaring Moon gegen Camerupt, kann ich mich gegen den prinzipiell setupen? Ayu Tank. Was für Ayu Tank, Alter. Gib mir das scheiß richtige Camerupt. Double Strict Room, Level 100. Perfekt. Earth Power macht halt eine Menge, leider. Wir können Basculin gehen, einfach Flip-Turn. So. Warum jetzt hier irgendwas riskieren? So, wir Flip-Turnen. Da lasse ich den drin. Ich brauche Basculin danach halt nicht mehr, ne? Sie drücken einmal eine Liquidation. Das Problem ist, der Win ist nicht mehr drin. Ich werde kein 3-0 schaffen. So, by the way, Basculin Kill, wichtiger Kill. So, da ist Miaus Karada. Und der ist natürlich immer noch ein kleines Problem für sich. Das heißt, ich Aquajette den jetzt einfach für den Chip. Guck, was er machen will. Kommt Flower Trick. Okay, damit kann ich arbeiten. Das heißt, ich gehe jetzt einmal in Moon. Der kriegt keinen Step mehr auf seinen Move. Und ich kann D-Dance einmal drücken. Und dann finde ich auch heraus, ob er Choice Scarf ist oder nicht. Okay. Ich habe Playrough vielleicht vergessen, aber wäre auch egal gewesen. Hätte ich so oder so. Ja. Drain Punch. Flower Trick. Okay. Der sollte killen nicht. Okay, dann ist GG. Ebelt. Nice. Vielleicht wäre Trick Room der Play gewesen. Weiß ich nicht. Ich habe zu viel Speed eigentlich für Trick Room. Schade. Dann kriegt er leider das 3-0. Okay, damit gewinnt Lukas halt safe die Liga. GZ dafür. Ja. Ich stehe damit wahrscheinlich jetzt auf dem dritten Platz. Je nachdem, wie Reas und Nico spielen. Auch Wendt könnt ihr mich sogar auch noch überholen. Ich habe jetzt eine Differenz von 6. Ja. Glalie noch zu haben, wäre cool gewesen hiergegen. Glalie wäre jetzt noch cool gewesen. Ich glaube, das Shadow Ball hätte sogar gekillt, ne? Super. Ich hätte aber das Shadow Ball drücken sollen, ne? Naja. Ich hab da keinen Knockout. Wild. Boah, ja, das wäre ja auch nochmal ein Ding gewesen. Aber ich wusste halt nicht, dass er keinen Knock hat. So, wo. Oder was heißt Knock, aber kein Dark Move. So, wer rechnet denn damit? Ja, ich auf jeden Fall. Gut, trotzdem. GG an Lukas. Ich werde sehr wahrscheinlich auf dem dritten Platz sein. Dritter, vierter, irgendwie sowas. Ist okay. Ich bin zufrieden mit meiner Leistung all around. Auch wenn ich die letzten 3 Spieltage verloren habe. Hatte ich in der Midseason und am Anfang doch recht gutes Durchkommen. Ich glaube, das ist sogar meine höchste Niederlage jetzt.
glaube, ich habe die anderen Kämpfe niedriger verloren. Ich kann aber nachgucken, spaßeshalber. Die Handicap-Liga hat mir sehr viel Spaß gemacht. Ich mochte die Handicaps, auch wenn ich meistens oben war. Das war kind of annoying. So. Genau, gegen Daddel habe ich 1-0 gewonnen. Und danach kam Reas, hat 1-0 gegen mich gewonnen. Und Nico hat 2-0 gegen mich gewonnen. Freeze hat 1-0 gegen mich gewonnen. Und Lukas jetzt 3-0. Okay. Dann würde ich sagen, wenn euch das Video gefallen hat, lasst mir gerne eine positive Bewertung da. Schreibt in die Kommentare, wie ihr den Kampf fandet. Und ich würde sagen, reinschauen, bis auf nächstes Video. Goodbye.